Willkommen zurück zu New Super Mario Bros. Wii und meine Game Capture Karte ist schon wieder abgekratzt. Deswegen machen wir jetzt die Level nochmal, die ich gerade vorher schon gemacht habe, aber die Aufnahme ist zu nichts zu gebrauchen. Ja, war auch schon das Problem bei Donkey Kong Country Returns. Ich laufe jetzt hier einfach nochmal durch, damit ihr auch sehen könnt, wo sich denn was befindet. Und im nächsten Level, im Geisterhaus, da gibt es zwei Exits, einen normalen und einen Secret Exit. Und da werde ich natürlich auch noch zeigen, wo sich der Secret Exit befindet. Denn den normalen Exit, ja, den sollte man finden. Also befindet sich da ganz zum Schluss des Levels. Und die Star Coins waren da ein bisschen versteckt. Ich habe mir ein bisschen schwer getan, aber dazu kommen wir erst später. So, hier geht es einzig und allein darum, dass nicht so viele so viele Leute auf unser Boot dürfen. Denn ansonsten ab 5 Leuten oder ab 5 Kreaturen, wie auch immer ihr das nennen mag, bleibt das Boot stehen. Aber ich kann es ja mal demonstrieren, so wie jetzt. Münzen zählen auch als Bordbegleiter. Und da oben war schon die erste Starcoin, wie ihr bestimmt gerade gesehen habt. Und wir müssen auf jeden Fall hier immer unser Boot sauber halten, beziehungsweise unser Floß. Ja, sonst kommen wir nirgendwo hin. Und die kleinen Goombas, die sind ganz fies. Denn sie halten mich davon ab zu springen. So, ich muss jetzt hier erstmal ein bisschen klarkommen. So, verschwindet's. Sehr schön. Okay. Hier gibt es dann irgendwo gleich, glaube ich, einen Powerblock. Ja, genau da vorne. Den sollten wir aber noch nicht betätigen. Ihr werdet auch gleich sehen, wieso das so ist. So, da ist eine Piranha-Pflanze. Okay, die ignorieren wir jetzt einfach mal. Und schießen nämlich einen Bomb auf sie. Denn hier oben seht ihr zwei Münzen. Und wenn ihr hier den Powerblock fallen lässt, dann kommt die zweite Starcoin nach unten. So, das mal so zu dem hier. Ja gut, das Level ist nicht schwer. Die Starcoins sind ein bisschen schwierig versteckt, aber es hält sich noch in Grenzen, doch. Sagen wir, es hält sich in Grenzen. Es ist, ja, ein bisschen zwiespältig. Also es könnte leicht sein, aber es kann auch total schwer sein. Was mache ich denn jetzt für einen Blödsinn? So, hier brauchen wir dann gleich einen Bob-Omb. Den müssen wir nämlich mitnehmen, bis nach hier vorne, dass wir hier die Platten zerstören. Und dann können wir auch die dritte Starcoin erreichen. Ja gut, jetzt müssten wir halt jemanden killen da unten, aber normalerweise wird jetzt die Plattform weiterfahren. Okay, gut. Das wäre das Level gewesen. Die drei Starcoins. Habt ihr gesehen, wo sie sich befinden? Und jetzt steigen wir hier drauf und holen uns hoffentlich noch ein One-Up. Jawohl! Sehr schön! Okay. Aber das ärgert mich so. Normalerweise muss ich meine Capture-Software, wo ich habe, die muss ich immer zweimal starten. Also einmal öffnen, dann wieder schließen und dann nochmal öffnen und dann müsste es normalerweise funktionieren. Das habe ich auch vorher getan. Aber irgendwie, ja, hat sich mein Rechner gedacht, alles klar. Machen wir nicht so, wie er das will. Wir machen das einfach auf unsere eigene Weise. Und somit ist die Aufnahme zu nichts zu gebrauchen. Genau, okay. Das Geisterhaus ist sehr dunkel, aber hier gibt es solche Lichtblöcke. Die erste Starcoin würde sich hier in dieser Tür befinden. Dass ihr das schon mal wisst. Die zweite würde sich da unten befinden, in der Tür. Und die dritte Starcoin befindet sich hier rechts in dieser Tür. Okay. Da wären die drei Starcoins. Die sind nämlich nicht hier in dem Hauptraum. Und hier unten links, hier, befindet sich der Secret Exit. Um zu dem normalen Exit zu kommen, einfach nach rechts weiterlaufen, bis ihr die letzte Tür erreicht habt. Und dann kommt auf jeden Fall der normale Exit. Okay. Diese Fragezeichenschalter dienen dazu, dass die Plattformen Licht bekommen. Denn wie ihr seht, ist hier alles extrem dunkel. Mhm. Und die sind dafür da, dass die uns einfach das Licht wiederbringen. So wie jetzt hier demonstriert. Finde ich persönlich eine echt gute Idee. Aber man kann auch hier viele Fehler machen. So wie ich vorher. Da bin ich nämlich hier in der Mitte stehen geblieben und bin dann runtergefallen. Ja, kann auch passieren. Passiert dem besten Spieler. Und jetzt, genau, jetzt müssten wir rauskommen zum Secret Exit Ausgang. Jetzt müssten wir auch gleich die rote Fahne sehen. Genau so ist es. Und dann springen wir doch einfach mal da drauf. Perfekt! Sehr schön! Okay, wenn man die Level so durchspielt, so schnell, also wenn man sie schon mal gespielt hat und sie dann nachspielt, dann geht es deutlich leichter. Wenn man es natürlich dann blind spielt, dann ist es halt immer so eine Sache. So, ihr Ranken verschwindet. Und dann wollen wir mal schauen, wo uns denn unsere schöne Kanone hinbringt, nachdem wir den Secret Exit geschafft haben. Schauen wir mal, in welche Welt uns die denn bombardiert. Okay. Sogar in die letzte Welt. Könnt ihr das glauben? Ich kann es nicht glauben. Also hätten wir jetzt von der ersten Welt
wären wir in die 5. gekommen und von der 5. dann in die 8. Okay, so hätten wir das Let's Play deutlich verkürzen können, machen wir aber nicht. Ich will euch das jetzt bloß zeigen, wie die letzte Welt denn aussieht. Und da seht ihr dieses seltsame Schiff. Und da ist Kamek der Boss. Okay. Hab ich jetzt auch nicht gedacht. Aber gut. Okay, wir speichern. Müssen wir ja. Hier bleibt uns nichts anderes übrig. Und reisen dann zurück in Welt Nummer 5. Aber in Welt 7 sind wir bisher noch nicht gekommen, oder? Nee. Oh nein, jetzt bin ich wieder am Anfang. Oh ja, nicht doch. Okay. Vielleicht schaffen wir es ja. Naja. Ich hab's mir gerade gedacht und wir schaffen es natürlich nicht. Ah gut. Dann kämpfen wir halt gegen diese Batschacken da unten. Ist gut, dass wir die Eisblume haben, denn so, ja, stellen die eigentlich für uns überhaupt kein Problem dar. Finde ich sehr geil. So, du gehst jetzt auch ins Eis. Und das wär's gewesen. Oh Gott, wäre ich fast runtergefallen. Und dafür gibt's natürlich wieder 3 Pilze. Njam, 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 njam. Schmeckt mir aber nur in Super Mario. Mhm. In echt kann ich keine Pilze ausstehen. So, okay. Dann können wir jetzt in das Level 5-5 gehen. Genau, das müsste sich hier befinden. Und das müsste auch, glaube ich, das letzte sein von dieser Oberwelt. Und dann hätten wir es auch schon geschafft. Dann wären wir im Wald komplett fertig. Okay. Ein Scrolling-Level bietet wie immer eine Herausforderung. Och nein. Oh Gott, was für ein dämliches Geräusch. Was für ein dämliches Geräusch. Ich glaube, hier sind die Starcoins auch nicht so leicht zu finden. Ich glaube, irgendwo ist ganz unten eine. Also da müssen wir echt aufpassen. Gibt es hier einen Propellerpilz? Nein, gibt es nicht. Mist. Oh Gott, Kugelwilli. Mist. Aber da hinten gibt es einen. So, da oben wäre auch schon eine Starcoin. Aber ich hole mir jetzt erst die Eisblume. Und dann hole ich mir den Propellerpilz. So. Beziehungsweise den Propellerblock. Das ist ja kein Pilz mehr, es ist ja ein Block. Aber damit können wir auch sehr gut die Wolken verscheuchen. Finde ich persönlich geil, dass sie sowas mit Wolken einprogrammiert haben. Kommt ja auch nicht alle Tage vor, so schnell da hoch. Genau, perfekt. Und dann, ja, können wir uns hier noch ein bisschen amüsieren. Ein bisschen blaue Münzen einsammeln, als ob wir es nötig hätten. Denn wir haben ja schon so viele One-Ups. Oh Gott, was mache ich denn? Was mache ich denn? So, ich denke jetzt da unten wird sich eine befinden, oder? Eine Starcoin. Oder? Na? Na? Okay, sieht nicht so aus. Wo soll ich da überhaupt landen? Ich weiß gar nicht, wo ich da landen soll. Nee, da unten ist tatsächlich nichts. Aber da wäre was gewesen. Wie komme ich da rein? Hä? Wie komme ich denn da hin? Das ist mir jetzt ein bisschen seltsam. Okay. Habe ich jetzt absolut keine Ahnung, wie ich zu dem Powerblock kommen sollte. So, schauen wir mal, ob da unten sich irgendwas befindet. Sieht aber nicht so danach aus. Nein, 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 nein. Okay, gut, gut, sehr schön. Ich konnte alles nochmal lösen. Aber ich tu mir gerade ein bisschen schwer und da ist ein Starcoin. Da ist ein Starcoin, da ist ein Starcoin. Okay, das wäre die Nummer 2. Perfekt, sehr schön. Und diese Viecher hören sich wirklich sowas von witzig an. Also, welcher Gegner macht denn bitte solche Geräusche? Hätte ich den Powerblock jetzt gebraucht? Ich hoffe nicht. So, ich muss da unten mal die Wolken verjagen. Okay, da wird sich eine Plattform befinden. Für was die gut ist, kann ich jetzt auch nicht sagen. Aber für irgendwas wird sie schon gut sein. So, wo ist die letzte Starcoin? Oh nein, ich glaube, ich habe sie verpasst, oder? Ach, nö. Nein! Oder sie kommt noch. Aber ich kann jetzt den Block nicht mitnehmen. Mist. Okay, gut. Dann schauen wir doch mal. Ja, wobei, sie könnte auch noch da hinten sein. Weil die Wolken schauen mir da ein bisschen verrückt aus. Also hier meine ich. Ist da was? Ja gut, ich will jetzt das Level aber auch nicht nochmal machen. Ja gut, ich werde ja fast eigentlich müssen, oder? Ich werde müssen. Also komm, ich riskier's. Ach, okay, hier ist ein Propellerblock. Aber gut. Was man den jetzt gebrauchen könnte, um sich ein One-Up zu holen, okay. Aber ansonsten finde ich das jetzt ein bisschen übertrieben. Man hätte jetzt auch so an die Fahnenspitze kommen können. Also da braucht man jetzt eigentlich nicht so einen Block dafür.
Ja, okay, gut, aber ich vermute jetzt fast, dass... Das lag jetzt wirklich am Powerblock. Ich glaube, der Powerblock war dafür da, dass man eine Starcoin von oben irgendwie runterschießt. Okay. Ja, dann werden wir es wahrscheinlich nochmal ausprobieren müssen. Okay, gut. Das wäre das letzte Level gewesen. Dann müssen wir uns dann irgendwie den Weg nach vorne erkämpfen. Aber wir gehen jetzt da nochmal rein. Oh, nochmal eine Starcoin suchen. Deswegen mag ich so Wolkenlevel überhaupt nicht. Da kann man so viel übersehen. Und das ist ja gar nicht böse gemeint von Nintendo. Ich meine, das, was die hier geleistet haben, finde ich echt super. Finde ich echt eine tolle Sache. Aber naja, jetzt so versteckt hätte man es jetzt eigentlich nicht machen müssen. So, ich gab's doch eine Eisblume, oder? Yeah! Ich will da hoch, ich will da hoch. Ich brauche genau den hier. Gut, alles klar, dann hätten wir wieder unseren Propellerblock. Und jetzt müssen wir nur aufpassen. Oh Gott, das wäre fast schief gegangen. Wo die letzte Starcoin ist. Also ich schmeiße jetzt da nachher mal den Power, den Propellerblock weg und schnapp mir den Powerblock. Ich vermute fast, dass sich da irgendwo eine Starcoin auftut. Ich gehe davon aus. So, danke, dass du mir den P-Switch besorgt hast. Du schönes Tier, so. Ja, der macht echt so witzige Geräusche. Also, Angstzustände habe ich jetzt nicht unbedingt. Oder komme ich vielleicht von da drüben rein? Ja, ich will es jetzt aber auch nicht unbedingt ausprobieren. Ja, irgendwie müssen wir da auf jeden Fall reinkommen. Aber nur wie? Das ist die andere Sache. Ach, hier! Okay. Was bringt mir jetzt der Powerblock? Ein paar Münzen. Toll. Und dafür habe ich jetzt meinen Propellerblock flacken lassen. Ah! Ich flipp aus. So. Ich glaube, jetzt kommen wir in den finalen Abschnitt. Na gut, ich kann jetzt die Wolken hier nicht mehr verscheuchen. Ich weiß nicht mehr, wo der Powerblock war. Na, hier. Anscheinend nicht. Da gibt's einen Propellerpilz. Komm, ich will ihn haben. Ich will ihn haben. Bitte. Nein. Ja, okay. Hier ist die zweite Starcoin. Alles klar. Okay. Okay, okay. Jetzt mal mit der Ruhe. Aber finde ich schön, dass wir endlich mal einen Propellerpilz bekommen haben. Okay, da ist ein Powerblock. So. Jetzt muss ich nur warten. Okay, aber wo kommt's runter? Ja, das ist jetzt die gute Frage. Aber ich vermute fast hier irgendwo. So. Jetzt. Tatsächlich da unten. Nein, 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 nein. Ja, ich hab sie. Oh Gott. Ich hab sie, ich hab sie. Oh, das war jetzt knapp. Jesus Christ. Das war knapp. Ah! Geil. Endlich. Also, das sind doch Schlingel, oder? Also, die sind wirklich verrückt. Die sind echt krank. Wer soll denn auf sowas kommen im ersten Moment? Aber gut, warum soll sich denn da ein Powerblock so einfach befinden, so? Wieso? Ja, das ist die große Frage hier, was wir uns alle stellen. Okay. Hm. Ja gut, einmal muss ich gegen die kämpfen, ansonsten komme ich nicht zum Castle. Okay, dann kämpfen wir doch einfach gegen den. Sollte kein Problem sein für uns. Ja, dann Attacke. Los geht's. Gut, dann schnappen wir uns gleich mal die hier. Okay, so. So, so. Gut. Ja, jetzt sollten wir eigentlich, glaube ich, nichts mehr falsch machen. Genau so ist es. Und dann können wir uns die Truhe holen. Jetzt geh doch weg, Plattform. Geh weg. Und Dankeschön. Toad bedankt sich auch und gibt uns 3 leckere Pilze. Sehr schön. Aber die Welt war jetzt überhaupt nicht einfach. Also... Ich muss sagen, ich habe mir da jetzt echt schwer getan. Gut, in der zweiten Welt habe ich mir schon schwer getan. Okay, das kommt auch noch dazu. Aber hier war das schon ein bisschen anders. Okay, willkommen im nächsten Castle. Dann schauen wir doch gleich mal, was sich da oben befindet. Nichts. Aber ich denke, ich werde bei meinem Propellerpilz bleiben. Denn ich stelle mich ja ab und zu sehr dusselig an. Und da ist der Propellerpilz wirklich meine einzige... saubere Lösung, wo ich habe. Oh Gott, was sind das für Feuerbälle? Ist da oben irgendwas? Nee. Okay. So, gut, dann hier lang. Ist da oben irgendwas? Nein, gibt's nicht.
Ah, die Geräusche sind so witzig, wenn die das schießen. So, aber hier. Nee, auch nicht. Okay. Hätte ich jetzt eigentlich nicht damit gerechnet, aber gut. Aber gut, wenn das so ist. Ach, da unten ist eine Starcoin. Okay, alles klar. So, dann vorsichtig hier runter. So. Und wieder hoch. Perfekt. Die erste Starcoin gehört... Nein! Uns. So ein Mist. Okay, da ist eine Türe. Da ist eine Türe. Da gehen wir mal lieber rein. Denn vielleicht gibt es dort die zweite. Ja, tatsächlich. Tatsächlich. So, kommt's raus. Kommt's raus. Block. Ach, jetzt auch. Okay. Komm und hoch und hoch. Oh, was? Ich muss da springen? Seit wann? Sind die aber gemein? So nicht? Nein. So nicht. Wir müssen miteinander reden. So, aber da hinten kommen wir, glaube ich, auch hoch. Ja, aber hier gibt es leider nur Münzen. Hier gibt es keine weitere Türe. Oh Gott, was mache ich denn? Also eine Stampfattacke war jetzt nicht die beste Wahl. Oh Gott, kann ich... Überlebe ich hier? Ja. Gut. Okay, alles klar. So, dann hier rüber. Und gleich nochmal rüber. So, ich denke, da oben wird sich die dritte befinden, oder? Nein, eben nicht. Oh je. Ja, wie mache ich denn das? So. So und so, ja. Sehr schön. Oh Gott. Also da komme ich, denke ich, nicht weiter. Aber da oben sind die 8 roten Münzen wieder, okay. Die sammeln wir mal lieber ein. Na, ja, vorsichtig, vorsichtig. Okay, das waren alle. Sehr schön. Geil. Aber wo ist jetzt die letzte Starcoin? Hier irgendwo? Nee? Hier ist erst der Checkpoint? Okay. Hätte ich jetzt eigentlich eher nicht gedacht, aber gut. Dann belassen wir es mal dabei. Nein! Wieso habe ich nicht hoch... Ah! Ich habe nicht hochgedrückt. Ich habe nicht hochgedrückt. Mein Fehler. Mein Fehler, mein Fehler, mein Fehler. Komm, jetzt lass mich da rein. Och, Mann! Dein Ernst? Okay. Naja, Versuch. Gut. Oh Gott. Mei, ich bin einfach viel zu voreilig. Ich sollte mich echt ein bisschen beherrschen. Denn ansonsten wird das irgendwann mal sowas von derb in die Grütze gehen. War ich hier eigentlich schon? Ich bin hier gerade gestorben, oder? Okay, dann hat sich ja vom Weg eigentlich nicht so viel verändert. Da oben ist die letzte Starcoin. Die brauche ich, die brauche ich, die brauche ich. Komm, komm. Und jetzt. Und ja, geschafft. Und da gibt es Pilzi. Wieso habe ich mir eigentlich keinen Pilz mitgenommen? Ja, klar. Komm, schieß doch noch öfter. Kein Problem, kein Problem. Ich habe Zeit. Oh Gott, das war knapp. Propellerpilz. Ja, ja. So, und dann geht's ab zu... Wer ist überhaupt der Boss? Iggy, oder? Iggy. Doch. Müsste sich um Iggy handeln. Also gut. Iggy. Dann hast du jetzt deinen Meister gefunden. Nämlich mich. Und wir wollen dich stürzen. Oh je. Ich kann mich daran erinnern. Oh je, oh je, oh je, oh je. Also so leicht ist er nicht. Wie die anderen jetzt. Aber er ist jetzt auch nicht unbesiegbar. Sagen wir es so. Okay, los, komm, auf geht's. Ich hab Bock. Na dann, Attacke. Ja, als ob. Als ob. Als ob. Also, solange er rot blinkt, können wir ihm sowieso nichts anhaben. Erst, wenn er wieder schwarz wird. Genau. Wenn er schwarz wird. Hat sich das gerade witzig angehört. Das war tatsächlich Iggy, der uns da bombardiert hat. So. Zweiter Treffer. Jetzt komm, du Kettenhund. Komm, du kannst mir gar nichts. Selbst wenn du rot bist und aggressiv, du kannst mir nichts. So, Iggy, komm, schieß. Bam! Und du bist weg. Und da schreit er erstmal, wie, als hätten wir ihn jetzt getötet. Geil. Ja, toll, jetzt muss ich da wieder hoch. Hey, Schlüssel, bleib da. Geh nicht weg. Danke. Yeah! Einfach nur gut. Und das war's in dieser Welt. Geil. Und natürlich alle Sternmünzen gefunden. So und nicht anders will ich das in Zukunft haben.
Okay, dann würde ich sagen, meine Freunde, wir sehen uns im nächsten Part wieder mit Welt 6. Ich bedanke mich fürs Zusehen, Abonnieren, Kommentieren und Liken und bis bald.